Predigt für den 28. Juli 2019, Pater Hermann Lingen-Dorsten, 23. Juli 2019. Vor wenigen Tagen, am 17. Juli 2019, hat die BRD-Bundesregierung einem Gesetzentwurf zur Impfpflicht zugestimmt. Zur Wirkung von Impfungen muss jedem die beständige öffentliche Erklärung des Robert-Koch-Instituts bewusst sein. Keine einzige Impfung vermag ausnahmslos alle Geimpften zu schützen. Gleichwohl ist unbestritten, dass Impfstoffe Nebenwirkungen haben können. Und als in Tirol eine Krankenhausmitarbeiterin an Masern erkrankt war, obwohl sie alle Impfungen erhalten hatte, erklärte die Landessanitätsdirektion zur Schutzwirkung von Impfungen: Eine hundertprozentige Sicherheit kann seitens der Medizin nicht gewährleistet werden. Einerseits steht also klar fest, dass Impfungen nicht sicher schützen. Andererseits steht aber auch klar fest, dass Impfungen gefährliche Körperverletzung sind. Und es lässt sich kaum ahnen, wie gefährlich Impfen im Einzelnen ist. Die Medien leisten diesbezüglich keine gute Informationsarbeit. Immerhin liefern Internetsuchen nach Impfschaden trotz aller Zensur noch viele Treffer. Wenngleich der Schutz durch Impfen gar nicht bewiesen ist, so ist immerhin die Gefahr durch Impfen klar bewiesen. Moraltheologisch ist hier also der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit anzuwenden. Welches Risiko gehe ich ein, für welche Erfolgsaussicht? Das gilt umso mehr, wenn jemand für andere eine Entscheidung trifft, seien es Eltern für die Kinder, seien es Politiker für die Bürger. Oft wird behauptet, dass Impfungen dem Schutz von Gesundheit und Leben dienen. Keiner kann ernsthaft behaupten, dass in der Gesellschaft ein ernsthaftes Interesse am Schutz von Gesundheit und Leben besteht. Ganz im Gegenteil. Gesundheit ist eine umfassende Entscheidung, die beständig verwirklicht werden muss. Ernährung, Sport, Hygiene, das sind nur drei Stichwörter, um die sich sehr viele keine Gedanken machen, beziehungsweise die bei vielen nur Ekel und Abscheu hervorrufen. Statt sich zu ernähren, wird gefressen. Statt Sport zu treiben, wird Fernsehen geguckt. Gesund beginnt im Mund und allein in Deutschland sind ca. 99% der Erwachsenen von Karies betroffen. Wohlgemerkt in Deutschland, wo man an jeder Ecke gute Zahnpasta und gute Zahnbürsten kaufen kann. Als gesundheitsbewusst gilt der, der brav seinen Blutdrucksenker und seinen Cholesterinsenker einwirft und sich Insulin spritzt, bevor er bis zur Erschöpfung beim Tortenbuffet schlemmt. Bei einem derartigen Gesundheitsbewusstsein auf Impfungen zu schwören, erscheint bereits fraglich. Und der Schutz von Leben? Im Jahr 2018 brachte das Ärzteblatt einen Artikel: WHO beklagt 35 Maserntote in Europa. In Europa sind nach einer Bilanz der Weltgesundheitsorganisation WHO im vergangenen Jahr 35 Menschen an Masern gestorben. Regionaldirektorin Susanna Jakab sprach von einer Tragödie, die man einfach nicht akzeptieren könne. Und ein anderer Artikel im Ärzteblatt von 2017: Weltweit werden jedes Jahr 57 Millionen Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt, fast die Hälfte davon unter unsicheren medizinischen Bedingungen. Dies geht aus einer Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation WHO hervor, die anlässlich des International Safe Abortion Day im Lancet veröffentlicht wurde. Lancet, also Lanzette, ist eine der bekanntesten medizinischen Fachzeitschriften. Der International Safe Abortion Day, der jährlich gefeierte internationale Tag der sicheren Abtreibung, steht für die Forderung nach einem Recht auf Kindermord bei möglichst geringer gesundheitlicher Gefährdung der Mutter. Wenn die WHO da etwas beklagt, dann eben nur die unsicheren Abtreibungen. Im April 2019 veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation eine Broschüre Preventing Unsafe Abortion – Unsichere Abtreibung verhindern. Wie häufig kommt in dem 1500-Wörter-Text das Wort Kind vor? Richtig, gar nicht. Hingegen mehrfach wird darin von Lebensbedrohung bzw. Lebensschutz gesprochen. Gemeint ist aber ausschließlich das Leben der Mutter. Das Anliegen der WHO ist dann nur eine möglichst sichere Abtreibung. Das bestialische Abschlachten völlig wehrloser Unschuldiger ist dann noch nicht einmal eine Erwähnung wert.
Auch diese Tatsache lädt dazu ein, über diese angebliche Weltgesundheitsorganisation und überhaupt über die Vereinten Nationen nachzudenken. Und was ist mit den Ärzten? Ein Lebensschützer hatte Abtreibung als Mord bezeichnet. Er wurde daraufhin von einem Arzt angezeigt und zu einem Jahr Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. Trotz seines Gnadengesuchs wurde der Lebensschützer auch tatsächlich ins Gefängnis geworfen. Das Gericht erklärte in der Verurteilungsschrift unmissverständlich: Der Angeklagte weiß genau, dass der medizinische Eingriff des Abtreibers nicht lebende Menschen, sondern Embryonen betrifft. Zur Richtigstellung: Der bekannte Arzt und ehemalige Abtreiber Bernard Netherton hat eine Abtreibung im Film Der stumme Schrei dokumentiert. Netherton erläutert: Tatsächlich lässt sich das Leben klar definieren. Es beginnt mit der Empfängnis, der Befruchtung, und von da an ist die empfangene Person ein menschliches Wesen. Als Wissenschaftler weiß ich, ich glaube nicht, ich weiß, dass das menschliche Leben mit der Empfängnis beginnt. So wird also in der BRD Recht erkannt und Recht gesprochen. Und jeder sollte von der Gewinnung bestimmter Impfstoffe aus abgetriebenen Kindern wissen. Also ob Politiker, Richter, Medien, Ärzte, Mehrheiten, der Hass und vor allem der rücksichtslose, gnadenlose Kampf gegen Gesundheit und überhaupt gegen das Leben wird in allen Gruppen geduldet, befürwortet, gefordert, betrieben und aufgezwungen. Folglich haben wir grundsätzlich keinerlei Recht, Politikern, Richtern, Medien, Ärzten, Mehrheiten irgendeinen Vertrauensvorschuss entgegenzubringen. Ganz im Gegenteil, wenn von diesen Seiten etwas empfohlen wird, ist in höchstem Maße höchste Vorsicht geboten. Das bekannteste Schlagwort von Abtreibungsfanatikern lautet: Mein Bauch gehört mir. Dass sich in dem Bauch ein Mensch mit unantastbarem Lebensrecht befindet, wird unterschlagen. Impfrealisten könnten sagen: Ich bin für meinen Körper und gegebenenfalls für den Körper meines Kindes verantwortlich. Also warum soll ich, ja mit welchem Recht darf ich, mich oder einen anderen Menschen einer gefährlichen Körperverletzung aussetzen, wenn bewiesenermaßen ein Impfschutz nicht sicher ist? Wie ist dann jemand zu beurteilen, der einen Impfzwang duldet oder gar durchsetzt? Zudem sei hingewiesen auf den Impfaktivismus ausgerechnet einer Sekte, die für radikalen Satanismus steht. Eine ihrer Sprecherinnen, eine angebliche Professorin für katholische Moraltheologie, befürwortet ausdrücklich eine generelle Impfpflicht. Abschließend: Die Debatte um Impfzwang ist nur ein Mosaikstein, nur ein Symptom einer gedankenlos gottlosen bzw. bewusst gottfeindlichen Welt. In dieser irdischen Pilgerschaft, an diesem Ort der Verbannung, in diesem Tal der Tränen wird es immer Leid und unausweichlich Tod geben. Wir sind auf Erden, um Gott in Liebe und Treue zu dienen. Deshalb sind wir verpflichtet, in vernünftigem Maße für Gesundheit und Wohlstand zu sorgen. Bei uns und bei anderen. Die jeweils geeigneten Mittel zu finden, ist Sache der jeweiligen Wissenschaften. Und zwar immer aus demselben Grund und in demselben Rahmen, nämlich um Gott in Liebe und Treue zu dienen. Lassen wir uns nicht vergiften von einer gedankenlos gottlosen bzw. bewusst gottfeindlichen Welt. Hüten wir uns vor falschen Propheten, auch vor solchen, die einen angeblichen Schutz von Gesundheit und Leben predigen und in Wahrheit gegen die göttliche Ordnung rebellieren. Suchen wir zuerst das Reich Gottes. Amen.